Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Pharmatown. Auf dem Rückweg von meinem Kartoffelfeld, was ja so ein bisschen zerstört wurde, da müssen wir gleich nochmal hin, habe ich hier noch mein Güllefass gesehen und dachte mir, das nehme ich doch direkt mal mit. Denn das können wir wieder ein bisschen sauber machen und dann auch in die Halle bringen. Das stand hier ein paar Tage. Habe ich hier offensichtlich vergessen. Und dann kümmern wir uns gleich mal darum, dass da nachgesät wird, weil die Kartoffeln sollen wieder zurück auf den Acker. So, den Kühen geht's noch gut. Und so langsam sortiert sich mein Tag auch. Das war wirklich ein Schock, dass hier die Wildschweine mein Auto demoliert haben. Aber gut, sowas passiert. Oh. Der kommt, glaube ich, gerade von seinem Kontrollgang wieder. Bin mal gespannt. Ich hoffe, er hat nicht noch weitere Stellen entdeckt. Wenn es das bei den Kartoffeln war, dann bin ich einigermaßen glücklich und zufrieden. Moin, Meister. Moin. Hast du noch was gefunden? Nein, ich habe gar nichts mehr gefunden. Okay, also ich dafür. Auf Feld 10 und auf Feld 14 ist alles sauber. Bei uns haben sie Kartoffeln auf der 13 weggenommen. Oh, ja, ganz klasse. Als hätte ich schon gewusst, bin ich hingefahren. Ja, es geht, es sind ein paar Spuren. Wir müssen halt nochmal drüber. Es hilft nichts. Ja, gut, dann nehme ich mir eben die Legemaschine und hau da eben neue Kartoffeln rein. Ja, ich bin mir, ja, es ist halt blöd um den Ertrag, ne? Wenn wir das jetzt immer... Ja, das stimmt. Aber was mir gerade einfällt, du solltest dann nochmal beim Förster anrufen und du kannst beim Förster Schadensersatzansprüche stellen. Bildschadenersatz heißt hier, das, glaube ich. Beim Jäger, meinst du? Nee, Förster sage ich schon. Ja, ja, Jäger, stimmt. Hast du recht, Jäger. Das habe ich auch mal gelesen, das habe ich noch nie gemacht. Aber stimmt, der ist ja dafür verantwortlich und bis zu einem gewissen Grad, das ist ja irgendwie fest. Weißt du was, ich rufe da einfach mal durch. Wenn er Nein sagt oder wenn er sagt, ach, da gibt es irgendwelche anderen Bestimmungen. Ausprobieren. Mehr wie Ja oder Nein sagen kann er nicht. Und wenn es nachher ein paar hundert Euro sind, mitnehmen, weißt du doch. Das ist vielleicht kein schlechter Punkt. Im Moment ist mir das ja alles hier noch heilig, ne? Also solange die BGA nicht fertig ist, solange der Schäfer nicht in trockenen Tüchern ist, ne? Ach, scheiße! Scheiße! Was? Ich habe den Termin um 8 Uhr vergessen. Welchen Termin? Der Schlachter. Ach ja, Scheiße! Stimmt, du erzählst der Schlachter was. Kommt zum Schneider. Ah, oh nee, der ganze Stress am Morgen. Komm, du, pass auf. Häng das Güllefass einfach ab, ich räume das weg, seh zu, dass du wegkommst. Ja, ich mach's gleich sauber. Du kannst dich gern um die Kartoffeln kümmern, komm. Kann ich auch nachher machen, aber. Ja, ja, komm, seh zu, mach, dass du da hinkommst, sonst nicht dass der schon noch wieder weg ist. Ich bin gleich wieder da, ja? Bis gleich. Ja, ja, tschüss. Tschüss. Menschenskinder. Ah. Ich wusste, irgendwas ist. Ich habe eben noch überlegt. Was war denn noch? Was muss ich denn noch am Tag machen? Weil wir haben ja eigentlich gar nicht so viel zu tun. Habe ich noch getrödelt, habe hier das Fass mitgenommen. Aber das hätte ich mir natürlich überlegen können. Ah, einmal den Terminkalender hier im Kopf haben. Moin. Moin. Ey, sag mal, kennst du den Eigentümer von dem Schweinehof hier? Ja, den kenne ich, ja. Ja, wo ist er denn? Ich brauche den mal. Der ist ehrlich gesagt im Gefängnis. Ja, super. Und jetzt? Wo kriege ich meine Schweine her? Von mir. Ich verwalte das Ding von hier. Von dir? Ja. Ah. Uhr kennst du nicht, oder? Heute Morgen ist viel schief gegangen. Ich bin ein bisschen spät dran. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Ich hatte einen Wildunfall heute Morgen. Wildunfall. Ja, mir ist ein Wildschwein, glaube ich, vor das Auto gesprungen. Passe auf, ich fahre meinen Träger gerade kurz rein und dann starten wir. Alles klar, dann aber zügig. Jo. Was habe ich mir hier angetan mit diesem Schweinehof? Wir müssen den hier immer verwalten und heute verdienen wir dann auch mal ein bisschen Geld damit, aber eigentlich ist das... Ach, das ist lästig hier. So. Steht er hier schon irgendwo? Wo sind sie jetzt hingelaufen? So, hier. Erstmal, guten Morgen, Meier. Morgen, Emmes. Wie, Emmers? Emmes. Emmes, alles klar. Herr Emmes, Sie können im Prinzip direkt aufladen hier vorne. Das sind ja, Sie haben ja schon das Ganze gefunden. Ist ja nicht ganz einfach hier zu navigieren. Sie können direkt hier vorne 24, glaube ich, hat man gesagt, aufladen, ne? 32 brauche ich. 32? Ja.
Ich dachte, wir hätten 24 vereinbart. Eine Etage. Da sind wir hier extra mit dem Doppelstock gekommen, weil ich beim anderen noch 32 kriege. Ja, dann laden Sie mal 32 ein. Muss ich, so. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber mag sein, Sie haben da sicherlich recht. Uhr können Sie nicht. Gedächtnis. Ja, noch. Heute ist offensichtlich nicht mein Tag. Ja, scheinbar. Rufen wir mal schnell rein. Der Mann ist alles andere als amüsiert. So, kommt. Keine Zeit, auf euch Schweine geht schneller. So. Ich glaube, das war's, oder? Ja, das ist aber alles noch mit den Bio-Richtlinien hier vereinbar, was Sie hier machen, ne? Das hatte ich ja explizit angegeben. Ja, beim Schlachten ist das nicht so wild. Heute machen wir dann komplett eine Fuhre Biofleisch und dann geht's morgen wieder normal weiter. Okay, wir können froh sein, dass Sie der einzige Schlachter sind. Ganz gefällt mir das nicht. Aber Sie schicken mir dann einfach die Abrechnung, ne? Ja, die kommt dann die Tage irgendwann. Alles klar. Ja, dann wünsche ich eine gute Fahrt und nochmal Verzeihung für die Verspätung. Ja, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, ne? Ja. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Fahren Sie vorsichtig mit dem schönen Schweinchen. Ja, ich brauche ja hier erstmal fünf Ecken, muss ich ja wieder vom Hof wieder runterkommen, ne? Das ist ja nicht so einfach bei euch hier. Ja. Alles klar, für solche Fahrer wie Sie gebaut worden. Tschüss. Ciao. Ach, ich hoffe, dass die da in guten Händen sind, die Schweinchen. Stress hier. So. Dann fahren wir mal wieder zurück zum Hof und dann können wir da noch sauber machen. Noch ein bisschen ansehen und alles weitere machen. Ich bin heilfroh, um mal hier die Türen zu machen. Ich bin heilfroh, dass wir hier mal wieder ein paar Schweine los sind. Ich meine, hätten sie sich das auch selbst aufmachen können, ne? Aber, naja. So. Fahren wir mal rückwärts. Zum Hof fahre, dachte ich mir, mache ich noch mal schnell einen Abstecher bei der Polizei, denn ich muss mir ja noch diesen Zettel abholen vom Unfall. Und wenn ich heute sowieso schon mal hier überall ach, da ist er ja schon. Fahre, dann kann ich das auch mal schnell noch machen. Moin! Ups, Herr Meier, grüß Gott. Machen Sie mich nicht nass hier. Jetzt hätte ich Sie fast abgespritzt hier. Herr, helfen Sie mir noch mal schnell auf die Sprünge. Haben Sie den vergessen? Stürzlinger, Herr Meier. Stürzlinger. Stürzlinger, ja, ich habe das Gefühl, Sie sind da auf jeden Fall besser. Ich werde es mir merken, Stürzlinger. Kein Problem. Herr Meier, ich bin eh gerade außer Rand und Band. Jetzt hat mir mein Chef wieder gesagt, ich muss da diesen blöden Ford waschen. Wissen Sie, in Niederbayern, wir hatten einen Zau am BMW 335D. Mit dem hat man wenigstens Verfolgungsjagd machen können. Aber dieser Ford, also, na, er muss schon sauber dastehen. Aber ja, Herr Meier, also, das ist einfach Arbeit, die man sich sparen kann. Ja. Aber sie haben ihn nochmal sauber gemacht, dann sieht er auf jeden Fall ein bisschen hübscher aus. Man muss ja auch im Dorf einen guten Eindruck hinterlassen. Ich kann mir gut vorstellen, also gerade hier in NRW gibt es bestimmt auch viele Ford-Fans, aber gut, ich habe schon verstanden, Sie haben eine andere Lieblingsmarke und ich drücke Ihnen die Daumen, dass es bei Ihnen funktioniert. Weshalb ich aber vorbeikomme, ist dieser Zettel, den Sie mir noch wegen der Versicherung geben wollten. Da hatten Sie irgendwie was gesagt, dass ich da noch irgendeinen Schein brauche. Lassen Sie mir überlegen. Ja, die Wildunfallbestätigung, genau. Ja, irgendwie sowas war das. Kann ich mir das gerade hier bei Ihnen abholen? Herr Meier, folgen Sie mir. Das haben wir gleich. Na super. Jetzt muss ich nur schnell. Ach Gott, da ist wieder so viel Papier hier. Da, ich habe nämlich schon vorausgefüllt. Hier habe ich es das ganz her. Herzlichen Dank. Super. Das kann ich so Sie einfach jetzt nur noch einreichen. Unterschreiben, den Unfallzeitpunkt, den Hergang ein bisschen beschreiben. Und dann können Sie das einreichen. Okay. Das mache ich mal. Das ist ja schnell gemacht. Das war ja, Sie kennen ja die Story. Jetzt habe ich allerdings noch eine Frage am Rande, wo ich gerade hier bin. Und zwar sagte mir mein Mitarbeiter heute, dass es da ja irgendwie Regelungen, ich meine, ich habe da auch schon mal was von gelesen, aber ich habe mich da noch nie drum gekümmert, dass es da so Regelungen gibt. Sie sind ja der örtliche Jäger.
Und wir haben eben so ein bisschen kontrolliert, weil mir ein Kollege auch sagte, hier gibt es irgendwie Schaden in der Region und so, Wildschaden, die haben wieder ein bisschen was gegessen. Das ist bei uns auch der Fall, es ist nur marginal, aber ich wollte trotzdem mal fragen, wie genau funktioniert das? An wen muss man sich da genau wenden? Bei uns haben sie nämlich ein paar Kartoffeln gefressen. Also das müssen Wildschweine gewesen sein. Die haben nämlich da so eine Furche durchgegraben. Also man kann die Spur ziemlich gut verfolgen. Ja, am besten... Ja, liegen sie auf Nacht auf die Lauer und schauen sie mal, ob sie ein Wild auch finden, gell? Also, und dann am besten drauf schießen. Aber das sollte der Jäger machen. Ja, also Sie können gerne bei mir öfters mal vorbeikommen. Aber wie handeln wir das jetzt in dem Fall genau? Ja, Herr Meier, das ist schwierig, wissen Sie. Man braucht da Beweise, man muss es nachweisen, wie viele waren es, wo sind die hergekommen. Man muss das dann mit der Forstverwaltung abklären. Na, das kann sich ein bisschen in die Länge ziehen mit der Erstattung. Okay, aber es ist grundsätzlich möglich. Ja, mein Herr Meier, das, wie gesagt, ich bin ja zuständiger Jäger, ich muss mir das erstmal selber anschauen. Also, Sie müssen sich das anschauen? Ja, mein... da hätte ich drauf kommen können. Ich glaube, der Mitarbeiter ist gerade schon mit der Legemaschine unterwegs. Ich glaube, der sieht schon nach. Da können Sie da nichts mehr mit anfangen, nehme ich mal. Ja, mein, der muss wieder ein bisschen Zeit lassen, wenn der da schon Beweise verwischt. Das geht halt nicht. Okay. Aber so viel wäre das sicherlich eh nicht gewesen, ne? Na, die Bocknutscherl, das kennen sie. So viel Geld haben sie locker. Okay, wenn Sie das so bestimmen können. Ich danke Ihnen dann auf jeden Fall fürs Dokument. Und wenn das jetzt nochmal irgendwie vorkommen sollte, dann sage ich Ihnen Bescheid. Gerne, Herr Meier. Übrigens, draußen auf der linken Seite ist noch ein Zigarettenautomat. Also wenn Sie Lust haben, gerne zugreifen. Ist das hier so unter Kollegen sehr beliebt? Ja, aber Geld müssen Sie selbst einwerfen, gell? Okay. Machen Sie es gut, ne? Danke ja. Ihnen. Wiederschauen, Herr Meier. Bis bald. Das ist ja ein Typ, ey. Frisch aus Bayern importiert. Mit dem wird man noch viel Spaß haben. Aber wenn hier mal wieder irgendeine ernste Lage ist. Ich meine, der hat natürlich auch noch zu lachen. Der Schwede damals, der wurde natürlich irgendwann so ein bisschen ungehalten. Weil er auch viel schief gegangen ist hier im Dorf. Und vor allen Dingen diese große Braunkohlegeschichte und sowas, da hat er auch viel zu tun gehabt. Der hat noch gut zu lachen, aber ich glaube, das würde noch vergehen, bei den ganzen Streitigkeiten, die es hier im Dorf gibt. Ja, ja, das ist manchmal schlimmer als in der Großstadt. Man ist nämlich mittendrin. So, hier müssen wir nochmal rechts. Machen wir mal Radio an, was die so zu sagen haben. Ist Radio Mühlkreis. Guten Morgen! Kommen wir gleich zu den aktuellsten Meldungen, denn der Pegel vom Mittellandkanal steigt und steigt und steigt. Aber ganz ehrlich, das kennen wir schon aus den letzten Jahren, denn jeden Frühling darf ich dieses Phänomen hier präsentieren. Allerdings soll er dieses Jahr schon an zwei Punkten über die Ufer getreten sein. Anwohner haben daraufhin Alarm geschlagen, aber die Gemeinde der Region gab heute eine Warnung. In einer offiziellen Pressekonferenz hieß es, man habe den Kanal im Blick und es besteht absolut kein Grund zur Sorge. Also, keine Panik, genießen Sie das schöne Wetter und sehen Sie es positiv. Heute sparen Sie sich das Blumengießen hier im Garten. Und hier ist Waiting for Another Day von den Stonekeepers. I'm gonna trust my intuition. I'm gonna take a deeper breath. Ach, Theo. Ja, Ansgar. Na, bist du auch wieder von deiner Tour zurück? Ja, machen wir hier eine Fahrradtour. Weine schön verkauft. Naja, also verkauft ist jetzt noch ein bisschen viel. Also Geld habe ich jetzt noch keins gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da welches kommt. Aber der Typ da, der war überhaupt gar nicht begeistert. Emmis oder Emmas oder Emma oder sowas heißt er. Hier okay. Der Schlachter. Boah, der ja. Hatte eine Laune. Ich war ja zu spät, das gebe ich zu. Das ja. Ist blöd, wenn man noch Termine hat, gebe ich alles zu. Aua, huiuiui. Ich hoffe, dass der mit den Schweinen einigermaßen ordentlich umgegangen ist. Die sollen schon noch einigermaßen gut haben, wenn sie jetzt da fahren. Ja, können wir jetzt eh nichts mehr gegen machen. Sie sind eingeladen, sind weg. Also, ja. Ja, ich bin auch froh, dass wir jetzt mal ein bisschen was verkauft haben. Ja, ja, das musste auch, das musste auch. Ich hoffe, der Schneider nimmt es mir nicht zu übel. Aber gut, wir müssen das irgendwie verwalten und das kann ja auch nicht. Irgendwann muss immer mal der Schlachter kommen. Wie auch immer, die sind jetzt auf dem Weg und ich habe nochmal einen Abstecher bei der Polizei gemacht. Aber ich habe eben im Radio übrigens noch gehört, die haben hier wieder über den Kanal berichtet.
Der scheint mal wieder einen Höchststand zu haben. Ja, aber du, das wird auch wieder runtergehen, weil wir haben hier eh kaum Regen. Hast du ja letztes Jahr gesehen, war auch kaum Regen, das bisschen, was wir hatten. Und das wird dieses Jahr nicht besser werden. Wir werden immer mehr immer weniger Regen bekommen. Das ist einfach so. Ja, ja, ach, ich mach mir da auch keine Sorgen. Ich meine, das war ja immer hier ein bisschen, der soll mal ein bisschen über die Ufer treten, dann können wir uns die Bewässerung sparen, ne? Schön wär's, aber ich glaub da nicht dran. Ohne haben wir fruchtbares Land. Wie die alten Ägypter, die hatten nämlich auch schon. Ja, können wir kleine Wassergräben ziehen, damit das Wasser dann auf dem Feld bleibt. Das machen wir dann mal. Nee, also, ja. Ich werde mich jetzt der Büroarbeit widmen. Ja, aufgeräumt habe ich alles, Güllefass weggeräumt, sauber gemacht. Also repariert ist auch alles, der Johnny kommt frisch aus der Werkstatt. Ja, den fahre ich noch weg, ich hänge noch mal eben das Dings an, sag mal schnell hier Frontlader und sowas. Und dann stelle ich den auch rein und dann kannst du der Büroarbeit dich widmen und gut, dann machen wir's so. Spielen. Pass auf. Oh nee. Oh nee. Ich hoffe, der fährt... Ah, gut. Kriegst du nicht noch Geld von dem oder so? Nee, Geld habe ich schon bekommen. Ach so, schade. Naja, Lucy, ich mache nur meine Arbeiten. Grüß dich, Herr Meier. Hallo, was verschafft mir die Ehre? Wir haben keine Kartoffeln mehr. Ja, nö, ich wollte mich einfach nur bedanken, dass das mit der Lieferung so reibungslos geklappt hat. Ja? Ist mal der erste Punkt, warum ich hier bin. Und der zweite Punkt, warum ich eigentlich unterwegs bin, ist, ich möchte ein bisschen Publicity für mich machen, da ich hier zur Bürgermeisterwahl antreten werde. Sie wollen Bürgermeister werden? Ja, richtig. Okay. Ja, und was haben Sie da so vor? Ja, ich sag, mein Hauptaugenmerk liegt natürlich am Hafen, der gehört ausgebaut. Ne? Und ich sag, zum Beispiel solche Kleinbetriebe auch wieder Grabenhöften, ne? Habe ich ja gehört, dass Sie da beteiligt sind dabei, ne? Ja, wie kommen Sie jetzt auf den? Ja, der hat noch, sagen wir so, ein paar Schulden noch bei mir. Mhm. Ich sag, und ja, wenn ich Bürgermeister wäre, könnte man das ja in Ratenzahlung machen. Vielleicht, dass man sogar, wenn ich einen guten Tag habe, erlassen wir sogar einen Teil von den Schulden. Aber Sie wollen, ich glaube, ich habe das gerade nicht richtig verstanden. Ist das so eine Art Wohlgefallen, den Sie mir da geben? Ja, wäre so eine Art Wahlzuckerl, ne? Mhm. Wenn ich Sie als Bürgermeister wähle und ganz viele andere das auch noch machen, also ich ganz viele hier im Dorf überzeugen würde, dann würden Sie dem Schäfer einen Teil der Schulden erlassen. Das ist richtig, ja. Kommt ein bisschen natürlich auf die Prozentzahl drauf an, wie die Wahl ausfällt. Aber, Ich verstehe schon. Herr Wilke, passe auf. Eine Möglichkeit. Ich vergesse das mal ganz schnell, was Sie mir gerade gesagt haben. Und wir kriegen das schon zurückbezahlt. Machen Sie sich da mal keinen Kopf. Wir kriegen das schon hin. Das werden wir schon noch sehen, ob ihr das zurückzahlen könnt.